kurz nach 8 wurde es allmählich voll vor dem Regensburger Landgericht. In erster Linie natürlich Journalisten, die Kamerateams und Fotografen. Alle wollten sich die besten Plätze sichern, wenn dann die Angeklagten zum Gericht kommen. Allen voran natürlich Joachim Wolbergs. Alle Journalisten wollten natürlich sehen, wie sieht er aus und welchen Eindruck macht er heute am ersten Prozesstag. Es ist jetzt wichtig, dass in einem fairen Prozess die Vorwürfe vollständig aufgeklärt werden, damit sich am Ende das Gericht ein eigenes Urteil bilden kann.